Servus Leute und willkommen zu einer neuen Videorezension von mir. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute geht es wieder um ein Fester Extreme Band. Und zwar um den Fester Extreme Band 10 Gone von Edward Lee und John Perlin. Ich liebe dieses Cover. Also ich finde das sehr cool. Worum geht's in Gone? In Gone geht es um Gone. Gone ist ein Wrestler und einer der besten Wrestler der Welt. Kein anderer Wrestler kommt an ihn ran. Er ist eigentlich unverletzbar. Man kann ihn so lange kloppen, wie man will. Überlebt alles, übersteht alles. Er ist einfach unbesiegbar eigentlich. Gone ist nicht nur Wrestler, sondern anscheinend auch Serienmörder, weil immer wieder verstümmelte Leichen auftauchen, denen irgendwelche Körperteile fehlen, die irgendwo abgelagert wurden. Da schaltet sich dann auch der Polizist Philip Starker ein, der Gone fassen will, aber er ist nicht allein interessiert an Gone, sondern auch die Reporterin Melinda Pierce ist hinter Gone her. Melinda macht das taktisch klüger und macht das undercover als Ringratte. Ringratten sind Fangirls von Wrestlern, die Wrestler quasi verehren und die auch mit ihnen ins Bett wollen, ihnen Sex haben wollen, weil sie einfach von den Wrestlern angetan sind. Und Melinda arbeitet undercover als Ringratte, um an Gone heranzukommen. Was dann passiert, müsst ihr selbst lesen, das kann ich jetzt nicht verraten, das Buch ist eh nicht richtig. Und das, mehr kann ich auch nicht zur Geschichte sagen. Sie kommen auf jeden Fall Gone näher, aber was dann geschieht und was alles in der Geschichte passiert, müsst ihr selbst lesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, das Buch ist ab 18, also nichts für Zartbeseitigte. Es hat auf jeden Fall einen Grund, dass es ab 18 ist, weil es ziemlich viel Sex und Gewalt enthält. Sehr viel Sex und Gewalt. Die zwei Autoren, Edward Lee und John Perlin, wissen, was es heißt, genialen Horror zu schreiben. Brutalen Horror, richtig blutigen Horror. Und das haben sie mit Gone auf jeden Fall auch geschafft. Gone ist auch richtig cool. Ich fand die Geschichte richtig cool. Ich habe die Geschichte auf ein paar Tagen durchgelesen. Das Buch hat 155 Seiten und ist richtig cool geschrieben. Es ist am Anfang aus mehreren Sichtweisen geschrieben. Einmal aus der Sicht von Gones Manager, dann von Philip Starker, dann mal von Melinda. Aber das entschärft sich dann, dann sieht man nur noch ab der Mitte nur noch die Sicht von Philip Starker, der zusammen mit Melinda ermittelt und sich Gone nähern will. Ich muss sagen, das Buch ist richtig bestialisch geschrieben, also richtig brutal und auch teilweise eklig. Also auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, nur für Fans von der Fester Extreme Reihe. Richtig geniales Buch. Edward Lee weiß, wie man Horrorbücher schreiben muss. Wie man seinen Leser die Gänsehaut über die Haut fahren lässt. Kann ich nur jedem Horrorfan empfehlen. Jeder, der Edward Lee kennt, muss dieses Buch lesen. Habt ihr das Buch schon gelesen? Wenn ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Würde mich sehr interessieren. Das Buch hat von mir 5 von 5 Sternen bekommen. Also eine 5-Sterne-Bewertung für diesen genialen Fester Extreme Band. Und ich bin gespannt, wie die anderen Bücher von der Festerei sind. Edward Lee konnte mich mit diesem Buch wieder mal überzeugen. Da oben bei dem kleinen i könnt ihr meine letzten 2 Videos schauen. Wenn ihr wollt, wenn ihr nicht, dann nicht. Und ich bin durch mit einer Rezension und verabschiede mich in diesem Sinne. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dann.